willkommen zu einer neuen Folge von 5 Fragen, 5 Antworten. Hallo Stefan. Hallo Alexandra. Warum sitzen wir eigentlich jetzt hier wieder? Weil ich das hier wunderschön finde. Ich wollte ja ein bisschen mehr Action reinbringen. Ne? Wir haben ja heute Unternehmerempfang der AfD-Bundestagsfraktion. Die Idee von dir war es ursprünglich. Ne? Übernommen hat dann die Planung jemand anders, nämlich die Zuständige für Wirtschaft. Wie das ist. Aber die Idee war von dir. Und ich dachte, komm, wir drehen da mal ein bisschen. Das fängt 16 Uhr an. Ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Wir sind noch kurz vor 16 Uhr. Waren auch schon viele Leute da. Und ich dachte, hier ist so ein bisschen bewegte Bilder. Aber da warst du ein bisschen zu nervös. Ne? Das stresst mich mega. Und so haben wir uns dann wieder hier ins Büro gesetzt. Außerdem gab es Probleme mit dem Ton. Ich hoffe, die Probleme sind beseitigt. Ich muss mich da tatsächlich ja so ein bisschen konzentrieren, damit ich hier keinen Unsinn erzähle. Der geneigte Zuschauer... Dafür bin ich ja zuständig. Ja. Oder? Besser nicht. Ja. Der geneigte Zuschauer kann ja mal raten, ob irgendwas im Bild anders ist. Als in den vorherigen... Aber das war wirklich schwierig. Ja, aber... Ich bin ein bisschen schlanker geworden. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe ein neues Jackett. Was neues Jackett. Es kam beim letzten Mal sehr gut an, dass wir... Also ich habe zumindest so ein paar Kommentare so gesehen, dass ich Popcorn gegessen habe. Da haben welche gesagt, guck mal hier, der kann ja richtig mit Pop und Korn und so umgehen und alles. Und ja. Die waren auch lecker. Ja. Aber leider war das das letzte Tütchen. Aber wir haben noch was viel Besseres. Ja, also wir haben was ziemlich Cooles. Wir haben nämlich süße Abschiebeflieger. Was ist denn das? Na, das verrat doch nicht alles. Das sind ja die süßen Abschiebeflugzeuge. Ja. Und da gibt es demnächst eine Neuauflage. Und ja. Die heißt dann süße Abschiebeflieger. Aber nichtsdestotrotz, was ist das denn? Das ist erstmal ein Tütchen, wo ein sympathisch lächelnder Stefan Brandner drauf ist. Ne? Und dann denkt man sich, was ist denn das? Was steht da noch drauf? Oh. Lückenloser Grenzschutz, Zurückweisung illegaler, Abschiebung ausreisepflichtiger, Islamismus bekämpfen, Null Toleranz gegenüber Kriminalität und Einwanderungsanreize beseitigen. Alles fehlerfrei. Hast du das gesetzt? Ja. Toll. Jetzt denkt man sich, ja, aber warum Tütchen? In dem Tütchen ja, ist was. Ja, es könnte ein Flyer sein. Könnte ein Flyer sein. Aber ein sehr kleiner Flyer. Aber wir wollen die Leute auch ein bisschen reinlegen immer, ne? Immer ein bisschen locken. Ja. Und ich finde, die riechen auch schon richtig gut. Ja, mega. So richtig nach Früchten. Und was da sind dann, da? Guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Wie viel hast du? Moment. Ich habe auch 7. 7. Das sind ja dann schon. Also, 14. Lass mich doch mal rechnen. 14? Ja. Mit wie viel passen hier so Schiebeflieger rein? Sagen wir mal 200. Ja, hätte ich auch gesagt. Das wären dann schon 2800. Ne? Wenn wir die jeden Tag machen? 2800, damit wäre in Thüringen schon mal einiges besser. Ja. Also, wir haben hier den kleinen Abschiebeflieger nach Kabul. Aber dummerweise gibt es gar keinen in Blau. Gibt ihn grün? Ja. Interessant. Zweiten rot. Der kleine Abschiebeflieger nach Damaskus. Drei. Was ist denn orange? Wo geht denn dein kleiner Abschiebeflieger hin? Ich weiß gar nicht, was für Städte gibt es denn noch? Ja, einfach dahin, wo die herkommen. Die illegalen. Sind ja auch innereuropäisch. Richtig. Nach Athen. Oder nach Wien. Und das ist der nach. Warschau. Genau, Paris ist Quatsch. Wenn ihr. Den Haag. Aus Paris kann eigentlich... Nee, Paris brauchen wir nicht. Warum? Na, wie willst du nach Paris, also nach Frankreich eingereist sein? Na egal, aber die waren ja jemals da dann. Naja. Und die Erstaufnahmeländer müssen die eigentlich zurücknehmen. Ja, ja. Deshalb, das geht in die ganze Welt. In die ganze Welt geht das. Hm. Ja, und die... Schmecken wirklich gut. Und die sind wirklich lecker. Ja. Aber ich liebe Gummiflieger. Wir hatten ja auch andere Gummidinge. Wir hatten ja einen Run... Auf unsere Wahlkreisbüros. Alle wollten diese süßen Abschiebeflugzeuge. Mhm. Und kommen noch welche da. Aber. Weshalb wir. Neue bestellt haben. Neue. Die heißen dann, so wie die eigentlich auch schon heißen sollten, süße Abschiebeflieger. Aber. Wir haben uns da ja eigentlich dabei was gedacht, als wir die hergestellt haben. Wir haben nämlich ganz, ganz liebe Menschen in unserer Umgebung, die uns immer mit Spenden unterstützt haben. Stimmt. Und denen wollen wir ja auch ein bisschen was zurückgeben und dabei auch ein bisschen was Kreatives. Und das war, glaube ich, auch wieder deine Idee, ne? Ja, das ist auch mein Job. Bis auf Abschiebeflieger, das war von mir. Nee, das Süße. Das Süße war von das mir. Das stimmt. Und Abschiebeflieger auch, aber die heißen ja noch nicht so. Die kommen erst. Das ist ja auch egal. Aber jedenfalls, wenn man die haben will, dann könnte man ja zum Beispiel Spender werden. Das wollte jetzt wirklich hier so raushauen. Mhm. Also du meinst, es könnte die Chancen auf süße Abschiebeflieger erhöhen, wenn man sich durch Spenden hervorgetan hat. Absolut. Oder man geht halt im Wahlkreisbüro sich sein Tütchen holen. Ja.
Aber die spenden sich ja nicht für uns, sondern für den Kreisverband. Ne? Mhm. Das wollen wir nochmal klarstellen. Wir sagen ja jetzt hier keine Spenden. Ja, aber für neue Propaganda. Propagandaflieger. Ist ja nicht so, dass wir da der Alexandra einen Spaghetti-Eisbecher kaufen, was auch ziemlich cool wäre eigentlich. Guck mal, einen roten noch für dich. Ich habe diesen ganzen Sommer keinen einzigen Eisbecher bekommen. Ja, jetzt auch zu spät. Oh. Naja. Jedenfalls neue Spendengelder, neue Propaganda. Ja, sind doch ein süßer Abschiebeflieger nach Plymouth. Oder Mouth. Plymouth? Mouth. Plymouth. Meiner geht nach Tunis. Algier. Hatten wir auch schon? Nee. Aber jetzt haben wir die Tüte. Oh, das bleibt heile. Genau, das kann man jetzt hier noch erspenden. Genau. So, aber wir haben hier drauf ja im Wesentlichen 5 Punkte. Mhm. Wenn wir die umsetzen würden, ging es uns viel besser. Die Ampel, Moment, gab beim letzten Mal sehr viel Kritik für Schmatzen. Bei mir oder bei dir? Ich habe nichts gegessen, ich mag kein Popcorn. Es hat auch jemand geschrieben, der Brandner hatte Alexandra das ganze Popcorn weggegessen. Aber ich mag es halt gar nicht. Haben die gegessen geschrieben oder ein anderes Buchstaben? Ich weiß nicht. Hm. Jedenfalls, nach dem Attentat von Solingen im Sommer, das war am 23. glaube ich, 23. August, war so eine Welle der Empörung bei den Altparteien zu verspüren, die dann auf einmal anfingen mit ganz vielen Ideen, was man so gegen illegale Migration tun könnte. Ganz plötzlich so, Messer, Klingen, Verkürzungen und sowas, ne? Genau. Ja. Aber eben auch, nicht nur das, sondern eben auch so Dinge, wo man sagt, vielleicht mal bei den AfD-Anträgen nachgeguckt, ne? Da kamen schon markige Sprüche zutage. Hm? Inzwischen ist es ja so, diese Woche soll dieses sogenannte Sicherheitspaket ja auch verabschiedet werden. Ja. Morgen, also, wenn wir senden. Heute. So. Aber hast du dir das mal angeguckt? Also ich habe die Tumulte mitbekommen, dass die, dass aus diesem Sicherheitspaket oder ein Sicherheitspäckchen, und wenn man sich das jetzt ankauft, guckt, ist das mehr so ein Sicherheitsluftschutz. Luftpostbrief geworden. So. Also eigentlich aus dem großen Paket über Päckchen zu so einem kleinen Briefchen, da ist nicht mehr viel drin. Das war sogar der CDU-CSU nicht genug. Woraufhin die ja jetzt auch jede Menge Anträge, wie das so CDU man hier ist. Also ne, wir müssen jetzt abschieben und weiß ich nicht alles. Und, jede Menge Sachen vorgelegt haben, wozu sich wohl die FDP auch hingezogen fühlte im Ausschuss. Und da war also der offene Koalitionsbruch war da und dann haben die Koalitionsfraktionen jetzt mit Tricks und Kniffen verhindert, dass am Freitag, also heute sozusagen, wenn wir senden, dass die Unionsanträge zur Abstimmung kommen. Die legen also nur ihre eigenen Anträge vor und das war richtig ein böses Foul. Die Union ist gar nicht begeistert. Also das wird den Preis für die nächste große Koalition ein bisschen in die Höhe treiben. Interessanterweise, also so Sachen werden ja in den Ausschuss überwiesen, werden im Ausschuss bearbeitet und kommen nur dann ins Plenum, wenn der Ausschuss die mit einer Beschlussempfehlung weiterleitet. Und der Ausschuss hat sich mit Mehrheit der Koalition geweigert, diese CDU-Anträge überhaupt zu behandeln. Ja. Interessanterweise wurde unser AfD-Antrag behandelt und der ist morgen im Plenum. Jetzt fragt man sich, warum ist das wohl so? Weil natürlich AfD-Anträge völlig grundlos immer abgelehnt werden können. Dann macht man es den anderen nicht schwer, ihn inhaltlich auseinanderzusetzen, weil die sagen, dem stimmen wir ja sowieso nicht zu. Aber bei der CDU wäre es das schwieriger gewesen, zumal, wie gesagt, FDP sich dahin gezogen fühlte. Also grobes parlamentarisches Foul. Genau, und man hat ja am Anfang so einen Überbietungswettbewerb gehabt. Ja, noch zur die Grenzen und noch mehr und dies und das und jenes. Zur am Zusten. Genau. Und das ist wie mit Schwanger. Und was, ne, ihr kennt das, den Witz, das war ein Witz. Ja, nicht, dass er ist nicht schwanger. Das, wer weiß das schon? Ja, dazu haben wir auch eine Geschichte. Eine befreundete Hebamme hat so ein Bildchen bekommen aus so einer Schulung von einer Schülerin von ihr, wer alles betreut werden kann von einer Hebamme. Und da war tatsächlich so ein schwangerer Mann drauf. Ja. Oh. Also, ich habe ihr geschrieben, ist das ein Mann mit Bierbauch? Ja, wird es auch geben. So, gibt es ja auch, aber muss nicht zwingend von der Hebamme betreut werden. Kann, aber anders. Internist vielleicht. Egal. Ja, liebe Grüße an unsere Lieblingshebamme. Wie heißt denn die männliche Hebamme? Hebamme? Nee, gibt es aber auch, ne? Weiß ich gar nicht. Also, erklären wir nächstes Mal. Ja. Ja. Siehst du denn in diesem Paketchen, Postkärtchen, wie auch immer, das verabschiedet werden soll, jetzt eine Verbesserung für Deutschland? Milligramm-Dosis vielleicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht besser ist mit dem Messer unter 12 Zentimeter. Oder wie viel Zentimeter haben Sie jetzt? Klinglinge oder 6 erstochen zu werden? Das ist der hektische Versuch von Symptombekämpfung.
um einfach sagen zu können, wir haben irgendwas gemacht. Du hattest die Feser... An dem Problem mit überhaupt nichts lösen. Du hattest die Feser ja auch gefragt, wie das jetzt aussieht mit an der Grenze. Ja? Wen konkret lassen wir denn jetzt nicht rein? Wenn wir die Grenze kontrollieren, das ist ja das eine. Aber ne? Und dann hast du gesagt, wie ist es denn mit dem Zauberwörtchen Asyl? Und? Ja, die Frage war ja zunächst mal, wo gibt es überhaupt diese Grenzkontrollen? Wir haben ja jede Menge Filme gesehen, auch im Netz, dass die Leute an den Grenzkontrollstellen gar keine Grenzkontrollen bemerkt haben. Also dass die Grenzen genauso unbewacht waren wie vorher. Ja. Also auch da wahrscheinlich nur punktuell so die eine oder andere Grenzkontrolle mal eingerichtet. Und dann ihre Aussage war tatsächlich, wir sind da und wir können zurückweisen, aber sobald jemand Asyl sagt, da muss der reingelassen werden und das Verfahren durchlaufen. Wobei wir alle wissen, § 18 Asylgesetz oder 16a Grundgesetz sagen ganz klar, Asyl bekommt nicht, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt, der ist zurückzuweisen. Also da bricht Faeser weiterhin geltendes Recht. Mit dem Verweis auf irgendwelche nebulösen, europäischen, weiß ich nicht. Aber die Polen sehen das ja auch anders, ne? Naja, das sehen ja nur wir so eigentlich, ne? Es gab ja auch von uns diesen Brotbett-Seife-Antrag im Deutschen Bundestag. Dann gab es auf einmal, da haben die sich gedacht, das klingt aber flockig, ja, das übernehmen wir mal. Und inzwischen sind wir aber auch schon wieder, das klang ja gut, ne? Haben wir zu Hause auch diskutiert, Brotbett, so, ja, ist doch super. Ja, Wasser fehlte mir noch. Ja, das stimmt. Also eigentlich, Ja, aber das passt nicht so rein in diesen Dreiklang. Nee, aber egal. Oder was mit B wäre noch schön? Bier. Ja, Brotbett, Bier. Seife. Ja. Oh Gott. Bananensaft. Ja. Ja. So was. Ja. So, Frage. Endes Thema. Aber diese Brotbett-Seife, also dass man sozusagen nur die Mindestausstattung bekommt, Das trifft ja jetzt auch nur noch auf so eine Minigruppe zu. Ja, welche denn? Also. Das wird sowieso nichts. Da geht einer zum Bundesverfassungsgericht und die sagen dann wieder Menschenwürde und dann, dann hat sich nichts geändert. Ja. Ja, also das ist Augenwischerei. Da muss man halt dran, notfalls mit einer gesunden Grundgesetzänderung. Und dafür, die Mehrheiten für Grundgesetzänderungen gibt es ja. Wir hatten ja das Thema, das Bundesverfassungsgericht da jetzt im Grundgesetz besser abzusichern gegen feindliche Übernahmen. Also mit anderen Worten, die eigenen Vorteile, die die Altparteien da genießen, zu zementieren, da ist ja die Mehrheit auch da. Warum ändert man sich hier das Grundgesetz? Das ist mir schleierhaft. Ich finde ja auch diese Einrichtung von Messerverbotszonen, hattest du ja schon angesprochen, das ist doch der größte Schwachsinn überhaupt. Jo. Also, weil in den meisten Fällen, fassungslos. In den meisten Fällen sind Messer schon, beispielsweise bei Volksfesten oder Demonstrationen, sind die ja verboten. Ja. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass jemand, der Menschen niedermessern will, sagt, huch, oh, das Schild. Das Messer lasse ich mal zu Hause, dann gehe ich in eine Ordnungswidrigkeit, wenn ich Menschen ermorden will. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also eine Mordverbotszone wäre vielleicht sowas, oder? Eine Abstechverbotszone. Ja. Das wäre mal was Schönes. Da können wir drüber reden. Und wir hatten schon mal gesagt, das Problem beim Messer ist ja auch, wir hatten ja gerade die Klingenlänge, ist ja nicht die Klinge, sondern das Problem ist auf der anderen Seite, nämlich derjenige, der das Messer hat. Es gibt ja in Deutschland zig Millionen, Milliarden Messer, sag ich mal. In jedem Haushalt gibt es Messer. Und, ich habe viele Messer. Die kann man halt so und so verwenden und an Messer jetzt zu verbieten, also wo soll das hinführen? Du hast ja schon gesagt, dass es da jetzt tumultartige Szenen hier im Bundestag gab, aber es ist natürlich auch ein Streitpunkt innerhalb der Ampel, weil die FDP, die kämpft ja ums Überleben. Ja. Mal wieder. Und so wird sie halt nicht überleben. Und der Herr Kubicki, der ist ja in letzter Zeit oder eigentlich schon immer mit flockigen Sprüchen dabei, der hatte ja gesagt, er macht das hier alles nicht mehr mit. Ja, aber was denn nun? Ja, weiß ich auch nicht. Der erzählt immer und ist immer noch dabei. Ne? Ja. Also ich würde mich auch nicht wundern, wenn er morgen da wieder ganz hundertprozentig Gewehr bei Fuß steht und allem zustimmt, weil er in der Abwägung heute Nacht irgendwie zu einem Ergebnis kam, die Koalition ist wichtiger. Ja. Das ist ja, ich sag mal, nicht weit von so einem politischen Quartalsirren entfernt. Oh, bitte. Nicht weit von einem politischen Quartal. Ich sage jetzt nicht, dass er einer ist, aber der darf halt so alle paar Wochen mal oder alle paar Monate darf er mal so ein bisschen Amok laufen, politisch gesehen Amok laufen. Das hatten wir ja bei dem Gebäudeenergiegesetz schon und bei anderen Sachen, zu Corona-Zeiten ab und zu mal. Trusted Flagger findet er ganz schlimm. Zu Corona mal ganz kurz, also genau, da hat er sich zu geäußert, zu der Zensur im Internet. Aber wenn es darauf ankommt, ist er ein hundertprozentiger Parteisoldat seit Jahrzehnten. Aber ich verstehe gar nicht, dass die Leute da drauf reinfallen. Ich meine, der schreibt Kolumnen, die sind gar nicht schlecht, ja. Weiß ich gar nicht wo, überall eigentlich. Und dann sagt er, ja, es ist alles ganz schlimm, was die Regierung da macht. Und dann denke ich mir, ja, schön wäre es, wenn man jemanden kennen würde, der in der Regierung ist, oder? Das wäre schön, genau. Das ist ja immer wieder so. Wir hören jetzt immer, man könnte, man müsste, man sollte und man ist nicht endlich und in Deutschland ist dies klappt nicht und wir werden jetzt Lauterbach zum Beispiel mit seiner Krankenhausreform da und so, die regieren seit 3 Jahren. Ja. Warum ist denn da nichts passiert? Ja. Aber ich denke mal, im Osten, die Leute haben sich ja resilient. Oh, das ist ein
resilient gezeigt gegenüber den Einfangversuchen der FDP mit 0, irgendwie Prozenten. Also da hat der Kubicki auch nicht gerade eingeschlagen wie eine politische Bombe, oder? Meinst du, dass die Ampel daran zerbricht? Das ist die Frage, das reißt mich auch hin und her. Also ich bin ja hin und her gerissen mit der Frage. Also objektiv betrachtet muss die FDP meines Erachtens da raus. Ja. Die hat doch gar keine andere Möglichkeit. Die ist ja immer weiter im Sumpf. Guck dir mal Buschmann an. Also der Justizminister, ja, der plötzlich von Sozialschädlichkeit spricht. Also eine Diktion, die man vielleicht bei anderen Parteien vermuten würde, aber garantiert nicht bei der AfD und schon gar nicht bei der FDP, die ja also die Freiheitspartei angeblich mal irgendwie war und so. Die tun sich ja vor mit den unsinnigsten Cannabis-Gesetz alles mitgetragen, Selbstbestimmungsgesetz, Geschlechter, dieses Geschlechterwahlzeug und so. Die machen jeden grünen Unsinn mit. Also, und das gefällt ja offensichtlich den Wählern nicht. Sonst hätten die ja nicht das letzte Dutzend Wahlen krachend verloren. Immer weniger und auch aus den drei Landtagen rausgeflogen bei den Ostwahlen. Und trotzdem ist in der FDP alles ruhig. Ich verstehe das nicht. Nee, ich auch nicht. Entweder stehen die Wahlergebnisse fürs nächste Jahr schon fest und die sagen, die wissen jetzt schon, die kriegen 6,5%. Voller Softwarefehler. Es sind immer so 5,01. Ja. Und dafür gibt es ja jetzt schon so einen Softwarefehler, der einprogrammiert ist, der dann dafür sorgt, dass die FDP knapp über 5% landet. Und deshalb sind die alle so entspannt. Das halte ich jetzt nicht für so sonderlich wahrscheinlich, aber wer weiß das in der heutigen Zeit schon. Ne? Oder die hoffen einfach nur. Aber die Hoffnung ist ja schon mal 2013 gescheitert. Und da war die FDP ja politisch, Gott sei Dank, so gut wie am Ende, wenn dann nicht die Lichtgestalt Lindner aufgetaucht wäre. Ja, aber den sehe ich auch nicht mehr. Aber ich wollte es gerade sagen, der ist jetzt auch alles andere als eine Lichtgestalt. Ne? Wo ist er? Keine Ahnung. Er sieht auch schlecht aus, gell? Der ist richtig hart gealtert. Ja. Ja, tut mir leid. Na, eigentlich tut er mir nicht, sondern seine Frau tut mir leid. Man sieht, der hat so einen richtig hübschen Kerl geheiratet. Ja, und dann muss man sich den immer noch angucken, das ist doch Mist. Was guckst du so? Ist der Blick einer Frau, oder? Ich hab das nicht, hat das nicht so im Blick. Ja, ja, das sagen hier meine männlichen Kollegen alle. Ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben, wie sieht denn das AfD-Sicherheitspaket aus? Aber das ist ja ganz einfach. Ja, wir haben einfache Lösungen. Wir sagen auch immer, die Probleme wären ja gar nicht entstanden. Und natürlich gibt es einfache Lösungen. Ja. Weil immer alle sagen, ja, es wäre so kompliziert, es gibt nur schwierige Lösungen. Nee, lückenloser Grenzschutz, Lösungen. Zurückweisung Illegaler, Abschiebung Ausreisepflichtiger, Islamismus bekämpfen, Null-Toleranz gegenüber Kriminalität und Einwanderungsanreize beseitigen. Punkt, das sind sogar 5 fertig. Lösungen, wenn ich richtig gezählt habe. Ja. Ja. Und alles zusammen, Abschiebepflege. Passt sozusagen nicht auf einen Bierdeckel, aber auf eine Tüte Gummitierchen. Ja. Ja, sind wir eigentlich auch durch. Genau, Abschiebepaket, also Sicherheitspaket im Detail vielleicht beim nächsten Mal dann, ne? Ja. Irgendwie sowas. Wir sehen uns. Ja, tschüss. Tschüss.